Okay, haben wir den nächsten. Huch. Blutbad. Errungenschaft freigeschaltet. Ja, so. Gehen wir mal jetzt noch in Richtung diesem Teil der Stadt. Wir haben ja letztes Mal sehr viel erkundet. Hier hinten habe ich alles durchgeguckt. Hier hinten war ich jetzt noch nicht. Ach doch, hier kann ich rein. Hier haben wir auch noch so eine Plakette. Von einem Brunnen. Sammeln. Fontänenwidmung. Diese Fontäne ist der Hoffnung gewidmet, dass die ruhige Stadt Salem für Frieden und Schwärmerei bekannt sein wird. Okay, das ist jetzt zurzeit nicht so. Wann waren die Prozesse? 1800? Hier ist eine Witch Exhibition. Da geht's nicht lang. Sehr geil. Da geht's nicht lang. Und immer so, okay. Vielleicht, wenn wir etwas schneller gehen. Dann? Du sitzt. Was ist, wenn du schneller gehen würdest? Okay, gut, hier in der Ecke ist nichts. Dann gehen wir mal wieder davor. Gehen wir schön durchs Auto durch. Hier vorne in der Ecke war auch weiter nichts. Hier haben wir doch noch was. Sammeln. Plakette der Tankstelle. SOC wird allgemein für eine Abkürzung von Salem Oil Company gehalten. Eine derartige Firma existiert jedoch nicht. Die Initialen stehen für Sons of Charlie, der rechtliche Name dieser Tankstelle. 1928 gegründet von drei Brüdern Chuck, Charles Jr., Sean und Seamus O'Leary als Automobile übrig wurden. Das Geschäft hätte fast die große Depression nicht überstanden, konnte sich aber als Tarnung für illegalen Alkoholverkauf während der Prohibition, über Wasser halten. Ja, ich weiß sogar noch, was die Prohibition, glaube ich, war. Aber ich bin übrigens nicht der Geschichtskönig. War da nicht der Verbot von Alkohol oder irgendwie so? Ich weiß aber nicht so genau. Geschichte war nicht so meine Stärke. Ich habe das immer durch viel Lernen alles wettgemacht. Aber Geschichte, ich fand es interessant, schon, ja. Aber in der Oberstufe musste man da ja auch immer ein bisschen mehr interpretieren. Also war dann so ein Text, Bilder bekommen, die du dann interpretieren musstest. Und ich saß da und habe mir gedacht, so, wow, interessiert mich nicht so richtig. Oh, hier haben wir noch was. Wie viel müssen wir davon überhaupt noch sammeln? Noch 6. So, Zeitungsartikel Nummer 4. Das FBI kann einbezogen werden, um die lokalen Behörden zu unterstützen, wenn eindeutig feststeht, dass es sich um einen Serienmörder handelt. Das Salem Police Department bezog bei Redaktionsschuss keine Stellung zu der Ankündigung des FBI, hat sich aber wiederholt geweigert, die Tode als Werk eines Serienmörders zu beschreiben. Es macht keinen Sinn, die Stadt wegen etwas in Panik zu versetzen, das vielleicht nicht mal wahr ist, sagt SPD-Sprecherin Ingrid Larsen in einer früheren Stellungnahme zu dem Fall. Finde ich krass, dass die halt einfach irgendwie so tun, so wie, yo, ist doch schon nichts, was habt ihr denn? Ja. Meiner Meinung nach nicht nachvollziehbar. Was ist denn hier? Das Glockensymbol. Sammeln. Glockensymbol aus Kreide. Detectives versuchen jegliche mögliche Verbindung zum Glockensymbol zu finden. Leute namens Bell, Literatur, Verweise auf Glocken. Alles, was etwas mit einer Glocke zu tun hat. Okay. Sammeln? Zeugentherapiebericht. Zeuge begab sich sofort nach Entdeckung des schwer verbrannten Körpers in Therapie. Okay. Interessant. Uiuiui. Wenn ich sagen, dass es hier sehr weitläufig ist, aber es ist sehr weitläufig. Ja, aber es ist ja auch besser, wenn man...
Ich weiß ja nicht, ob es einfach so gedacht ist, dass man jetzt... Man kommt hier bestimmt nochmal wieder. Aber ich versuche jetzt so viel wie möglich zu finden. Moment, hatte ich nicht hier noch was? Achso, nee. So, das Glockensymbol, von da kam ich. So. Nope. Ups. Bin dagegen gelaufen. Ich wollte gerade sagen, das sah nämlich so aus, wie so ein bisschen hüllen könnte. Aber... Anscheinend bis nicht so richtig viel gebracht. Achso, hier kann ich noch was. Da müsste ich jetzt wieder was bauen. Was. Eine Miezekatze? Ah, nee, die Miezekatze kann gar nicht da hoch. Schade. Wie komme ich denn da oben ran? So, und das ist ja hier so blau. Vielleicht muss ich auch von hier unten irgendwie, dass ich von hier unten irgendwie... Okay, muss ich mir jetzt mal merken. Merke ich mir eben nicht. Okay, hier waren wir aber schon mal. Okay, dann geht nochmal zurück. Alles gießt mich jetzt an. Ich habe das jetzt entfernt. Super, aber da komme ich immer noch nicht darüber. Und ich glaube halt auch. Ich würde das halt. Ich kann halt auch nichts machen. Tschüssi. Eine Katze gewesen. Falls es jemand wundert. Ich glaube, dass man es zwar nicht gehört hat, aber ich habe es gehört. Special. Okay, gut. Weiß ich gerade nicht. Am Ende ist es so obvious. Kann ich doch auch irgendwas machen. Oder? Ist es das, was ich gesucht habe? Nee, es ist nicht ganz das. Das da drüben wollte ich haben. So. Dann müssen wir vielleicht irgendwo hier hinten nochmal gucken. Wie
hier noch irgendwas entfernen können oder... Ich glaube es bei ihr nicht. Weil es immer so kleinen grünlichen. Aber es hat einen grünlichen Schimmer auf jeden Fall. Guck, da war ich oben jetzt gerade drauf. Das habe ich auch entfernt, ja. Irgendeine Ecke, wo ich vielleicht was bauen könnte, enthüllen könnte wieder. Okay. So. Wo hier rein kann ich nicht da? Nee. Oh, 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 so spät ist es doch gar nicht klar. Dass ich hier hinten noch irgendwas machen kann. Ich bin jetzt einmal links herum gegangen. Ah, hier. Ah, ne, das ist jetzt alles. Shit. Ah. Okay, gut, dann weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob ich halt nochmal hier zurückkomme. Das ist die andere Frage. So, aber ich würde sagen, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange die Folge geht, aber ich merke, ich werde unkonzentriert und ich brauche eine Pause. Demzufolge mache ich jetzt hier mal einen Cut, vielleicht auch nochmal dorthin, damit ich das nächste Mal mich nochmal vor der Aufnahme beschäftige damit. Und gehe nochmal rum. Ich hoffe, dass es auch so speichert, wie ich das gern hätte. Naja, gut. Dann machen wir das in der neuen Folge und bis dahin wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Ich bedanke mich fürs Zuschauen.